Hi, ich bin der Samuel, dies ist mein CPAP-Gerät und heute geht es um. Erstmal Allgemeines. Schlafapnoe ist Apnoe, also ohne Atem, also Atemlosigkeit im Schlaf. Und nachts nicht atmen zu können, stört natürlich den gesunden Nachtschlaf. Gesunder Schlaf dient unter anderem zur Blutdrucksenkung und Erholung. Dementsprechend führt Schlafapnoe natürlich zu sekundärem Bluthochdruck, unter anderem zu Tagesmüdigkeit und auch zu Einschlafen in monotonen Situationen. Aber weshalb sind manche Menschen atemlos in der Nacht? Nee, ich mache jetzt keine Helene Fischer-Anspielung. Schlafapnoe lässt sich grob in drei Ursachen einteilen. Die erste Form kennt jeder: Schnarchen, eine Verlegung der Atemwege. Diese Form bezeichnet man dann als OSAS, also obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. OSAS ist, womit ich selbst diagnostiziert bin, und es ist mit 90% die häufigste Form der Schlafapnoe. Mögliche Ursachen sind ungünstige Anatomie, zu große Mandeln, Rachenödeme, Übergewicht, kurz alles, was irgendwie in den Atemweg hineinragt. Wie man das therapiert, erzähle ich euch später. Die zweite Form ist die zentrale Schlafapnoe. Dabei vergisst das Atemzentrum in der Medulla oblongata zwischenzeitlich einfach einige Sekunden zu atmen. Das ist gruselig, aber dafür macht diese Form nur etwa 10% aller Schlafapnoe-Fälle aus. Aber warum macht das Gehirn das? Ursachen der zentralen Schlafapnoe sind unter anderem Hypothyreose, zerebrale Minderperfusion, siehe auch Chain-Stokes-Atmung, und zentrale Läsionen. Die Therapie der zentralen Schlafapnoe ist schwierig. Die Wirksamkeit von nächtlicher Beatmung ist hier nicht belegt. Aber in den letzten Jahren wird viel mit Nervus phrenicus-Stimulation experimentiert. Mal schauen, ob sich das durchsetzt. Okay, du hast jetzt von OSAS und von der zentralen Schlafapnoe gehört. Die dritte Form der Schlafapnoe wird auch Pickwick-Syndrom genannt und tritt bei starkem Übergewicht auf. Kurz gesagt, Bauchfett drückt auf die Lunge. Diese Form ist die seltenste Form der Schlafapnoe und man muss schon wirklich adipös dafür sein. Aber auch jede mildere Form des Übergewichts steigert das Risiko für eine Schlafapnoe. So, das waren jetzt die Formen der Schlafapnoe. Du hast schon viel gelernt. Aber hier ist, warum du dir auch die zweite Hälfte dieses Videos anschauen solltest. Viele der Menschen, die dir wichtig sind, leiden unwissentlich an Schlafapnoe. Manche versterben an den Folgen und du könntest ihnen helfen. Und zwar aus folgendem Grund. Schlafapnoe ist häufig, sie ist tödlich und sie ist behandelbar. Erstens, Häufigkeit. Eine 2019 groß angelegte Studie suggeriert, dass knapp jeder dritte Deutsche die Diagnosekriterien einer Schlafapnoe erfüllt. Und ja, nur weil die Diagnose theoretisch gegeben werden könnte, heißt es ja nicht, dass die PatientInnen auch beträchtlich darunter leiden. Aber wenn man von den leichten Apnoe-Formen absieht, sind immer noch 20% der Deutschen von einem mäßigen bis schweren OSAS betroffen. Das ist jeder Fünfte hier. Da bekommt die normale Nachmittagsmüdigkeit gleich einen ganz anderen Beigeschmack. Und daher hat meines Erachtens jede Person, die nachts schnarcht, bis zum Beweis des Gegenteils, eine potenziell gefährliche Schlafapnoe. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt: Tödlichkeit. Schlafapnoe verursacht Stress. Und Stress tötet. Hypertonie, Schlaganfälle, aber auch Unfälle durch Sekundenschlaf und sogar vaskuläre Demenz gehören zu den Folgen. Viele traurige Schicksale, die potenziell vermeidbar sind. Denn hier der dritte Punkt: Behandelbarkeit. Und damit kommen wir dann auch zur Therapie des vorhin angesprochenen OSAS, der häufigsten Schlafapnoe-Form. Beim OSAS kann schon allein ein konsequenter Seitenschlaf, zum Beispiel durch eine Rückenlagevermeidungsweste, Abhilfe schaffen. Außerdem gibt es Unterkieferprotrusionsschienen und Operationen im Rachenraum. Auch das hilft manchen, aber nicht allen PatientInnen mit OSAS. Und dann gibt es natürlich noch das CPAP-Gerät. Es hält mit einem Luftdruck von 4 bis 18 Millibar die Atemwege offen, dass diese nicht so leicht kollabieren, und es scheint bei den meisten PatientInnen am konsequentesten zu helfen. Aber leider sind wir Menschen nicht so konsequent wie die Therapie. Etwa 50% aller PatientInnen brechen die CPAP-Therapie ab. Innerhalb eines Jahres. Als jemand, der schon lange an Tagesmüdigkeit litt, konnte ich das absolut nicht nachempfinden. Bis ich mein Gerät bekam. Und damit jetzt noch zu meiner Leidensgeschichte.
Ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ich schnarche schon mindestens seit 10 Jahren und ich habe vor allem in den letzten paar Jahren schon viele Hilfsmittel erfolglos ausprobiert. Aber jetzt ist es 2023 und ich will nicht mehr nachts im Schlaf von meiner Freundin wachgerüttelt werden. Daher gehe ich endlich zur HNO-Ärztin. Die schickt mich zum einen Radiologen und nach einer Somnographie daheim auch in ein Schlaflabor. Mein CT ist offenbar unauffällig. Aber im Schlaflabor erfahre ich, dass ich einen AHI, einen Apnoe-Hypopnoe-Index von etwa 20 erreicht habe. Das bedeutet, dass ich durchschnittlich pro Stunde 20 Phasen hatte, in denen ich entweder wenig oder gar nicht geatmet hatte. Also durchschnittlich etwa alle 3 Minuten. Und das entspricht etwa einer mittelschweren Schlafapnoe. Und deshalb verschreibt mir das Schlaflabor ein CPAP-Gerät. Und seitdem versuche ich es langfristig einzusetzen. Die nasale CPAP-Maske ist blöd, weil mir nachts der Mund aufklappt. Und naja. Die Full-Face-Maske ist okay, aber ich bekomme momentan noch Druckstellen auf der Nase davon. Und ich habe noch nicht die richtige Form für eine selbstgeschnittene Molton-Einlage dafür gefunden. Und die EasyFit-Maske hat tatsächlich mal eine Woche lang ganz gut funktioniert. Aber dann habe ich sie vor 2 Wochen zu feste zugezogen und seitdem habe ich Aphten an den Druckstellen und konnte sie nicht mehr tragen. Und egal, welche Mund-Nasen-Maske ich nehme, solange der Bart dran ist, dichten die einfach nicht gut genug ab. Für mich geht die Suche jetzt also weiter. Entweder ich finde noch die richtige Molton-Form für meine Full-Face-Maske oder ich probiere bald mal eine Unterkiefer-Protrusionsschiene aus. So oder so, sobald ich eine Lösung gefunden habe, packe ich sie in die Videobeschreibung. Aber der Leidensdruck ist real. Deshalb will ich nicht aufgeben. Und deshalb will ich auch den MedizinerInnen unter euch mit auf den Weg geben. PatientInnen sind nicht einfach nur incompliant. Das gilt für jegliche andere Therapie und Krankheit auch. Es ist nicht immer einfach, eine Lösung zu finden. Aber Beharrlichkeit gewinnt. Und das gilt auch für dich. Sei beharrlich. Sprech über Schnarchen und Schlafapnoe. Sag deinen schnarchenden Verwandten, dass es nur eine Nacht mit einem Gerät daheim braucht, um diese Krankheit auszuschließen. Frag die Bekannten, ob sie das Risiko eingehen wollen, vorzeitig zu sterben. Geh ihnen auf die Nerven. Und warum solltest du das tun? Weil Schlafapnoe häufig und tödlich, aber behandelbar ist. Und das war's. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich antworte auch auf persönliche Nachrichten. Und ansonsten, danke fürs Anhören. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund, lasst euch behandeln. Macht's gut. Wow, es atmet. 'Sagen Sie mir, Senatorin, haben Sie Catherine die Brust gegeben? Wie? Haben Sie sie selbst gestillt? Augenblick! Okay.